Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, wir fangen heute an einem Samstag an, denn ich möchte gerne höchstwahrscheinlich einen Monatsvlog machen. Ich bin hier heute in Adlenburg, denn ich werde hier heute und morgen mein erstes Praxisseminar für die ATN-Ausbildung absolvieren. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt und ja, ich werde euch in einem zusätzlichen Video noch genaueres darüber berichten und meine Erfahrungswerte mitteilen. Und dieses Video werdet ihr dann hinter dem i finden. Ich bin heute ohne Cleo hierher gekommen, da ich ja noch gar keine Ahnung habe, worauf ich mich hier einlasse für sie. Und da sie noch sehr jung ist und nicht genau weiß, wie die Altersbeschränkung ist, muss ich mal gucken, ob ich sie eventuell nächstes Mal mitbringen kann. Es wird um das Thema Lernen und Erziehung gehen, im praktischen Beispiel, mit vielen Übungen und Videoauswertungen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich. Der erste Teil des Seminars ist vorbei und wie ihr seht, es war ganz schön anstrengend. Aber ich kann sagen, ich bin total begeistert. Ich freue mich schon total auf morgen. Es ist ein ganz, ganz wundervolles Seminar mit einem ganz, ganz tollen Lehrer. Ich habe unheimlich viel Spaß und Freude. Es ist sehr hundefreundlich und das Hotel ist ja auch für Hunde geeignet. Ich habe jetzt hier so ein ganz, ganz kleines Hotelzimmer. Das ist so ganz, ganz hübsch. Das ist insgesamt, guck mal hier so, ich habe ein kleines Bett mit einem kleinen Fernseher. Hinter mir ist noch ein Waschbecken und ich habe hier so einen kleinen Kleiderschrank. Das sind wirklich nur, keine Ahnung, 3 Meter oder so. Okay, das Bett ist 2 Meter lang, also ja, 3 Meter langes Zimmer, 2 Meter breit oder so. Ja, vielleicht nicht sogar nicht mehr ganz 2 Meter. Und also ein ganz süßes, kleines, schnuckeliges Zimmer. Es ist sehr günstig und es ist direkt in der Nähe von dem Seminarort. Und jetzt werde ich erstmal eine Runde schlafen, damit ich morgen wieder fit bin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe sehr gut geschlafen, auch wenn ich mich noch ein bisschen gerädert fühle, weil der Tag ja gestern noch sehr anstrengend war. Ich freue mich so sehr. Ich gehe jetzt gleich erstmal frühstücken und dann bin ich gespannt, was der zweite Tag des Seminars für mich darbietet. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I. So. Ich hoffe, dass der Ton gut ist. Ja, ich bin auf dem Weg, auf dem Heimweg jetzt nach Hause. Ich habe jetzt noch knapp 2 Stunden, nicht ganz 2 Stunden Autofahrt auf dem Weg nach Hause vor mir. Und ja, bin total geschafft. Das sieht man bestimmt auch. Ich bin sehr platt. Aber ich muss sagen, es war einfach große Klasse. Es hat mich ein riesen Stück weitergebracht in der Umsetzung von dem theoretischen in die Praxis. Das Seminar hat alle Erwartungen mehr als nur übertroffen. Und genauere Infos werde ich aber in dem Video noch direkt zu dem Seminar, ich werde so ein einzelnes Video über das Seminar machen, in dem ich dann direkt über das Seminar schreibe, erzähle. Ich möchte einfach nur noch nach Hause und ich möchte auch einen Augenblick meine Ruhe haben und freue mich, gleich mit Cleo zu kuscheln,
mich von ihr begrüßen zu lassen und eine Runde mit ihr Gassi zu gehen. Ich habe das sehr vermisst. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know that now. So, meine Lieben. Ich habe gerade alle Seminare gebucht. Insgesamt sind es 10 Auswärtsseminare, die ich gebucht habe. Und davon hatte ich ja 3 schon fertig gebucht. Und jetzt, ja, habe ich alle anderen Auswärtsseminare auch gebucht, denn ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Der ist jetzt hier in dieser Kiste drin, die ihr seht. Denn ich habe seit einiger Zeit ganz, ganz dolle Schwierigkeiten mit dem Laptop und die Garantie läuft jetzt ab und deswegen muss ich den jetzt leider einschicken, was natürlich total ärgerlich ist, weil ich natürlich alle Dinge, die über den Laptop laufen, jetzt nicht machen kann und deswegen werde ich alles, was das Studium angeht, über das Handy machen müssen und habe deswegen die Seminare noch jetzt alle schnell gebucht. Ja, und deswegen werde ich ihn mit meinem Sohn gleich zur Post bringen. Und schauen, dass ich trotzdem in meiner Ausbildung vorankomme. Ja, ich habe einen Plan gemacht, wann ich was erledigt haben will. Ich habe hier 2 Kalender, einmal den 2018 und den 2019 aufgehängt. Und hier sind alle Connectic E-Books aufgezählt, die es so gibt. Und alle, die ich jetzt schon habe, habe ich vor, diesen September durchzuhauen. Und aufgrund dessen, dass ich jetzt ja keinen Laptop habe, habe ich gedacht, okay, ich kann kein YouTube und Instagram und Co. machen, also haue ich besonders bei der Ausbildung rein. Und Ende September steht der Plan, sind alle bis jetzt vorhandenen Connectic E-Books durcharbeitet. Genau, und laut Plan ist mein letztes Seminar im Mai. Die Ausbildung geht zwar noch bis Dezember, aber ich habe vor, eventuell schon im Mai fertig zu sein und ein bisschen intensiver, schneller voranzukommen und bin gespannt, wie sich das umsetzen lässt. Am Ende des Novembers werde ich wissen, ob ich das kann. Ich habe hier, wie ihr seht, in 2 Wochen 4 Connected E-Books durchgearbeitet. Und habe teilweise ja, zwischen 2 und 3 Tagen an einem Connected E-Book gesessen. Also an dem ersten zum Beispiel habe ich wirklich auch nur 2 Tage gebraucht. I was told that you belong on the riverside. Looking far from being strong, turning from the tide. Ooh. I went down to see you there. Your eyes were dark and cold. Hallo, meine Lieben. Wir haben jetzt schon Ende September. Ja, ich würde sagen, der September war nicht so richtig mein Monat. Ich bin in meinem Plan sehr, sehr, sehr gut weit gekommen und sehr gut vorangekommen. Denn abgesehen von den letzten 3 Skripten habe ich den Plan auch soweit erfüllt. Doch ich musste mir 2 Wochen Pause nehmen. Ich hatte, ja, erstens hatte ich den Laptop eingeschickt. Das hat Riesenprobleme gegeben. Die haben die an die falsche Adresse wieder zurückgeschickt und so. Und es war ein Riesenaufwand. Und dann hatte ich zudem noch einen Todesfall in meiner Familie, weswegen ich mir einfach ein bisschen Pause gegönnt habe, damit ich einfach in Ruhe trauern konnte. Und ja, jetzt ist der Laptop wieder da.
aber das Problem ist irgendwie immer noch nicht behoben. Jetzt muss ich den heute nochmal einschicken, habe mich da gerade gemeldet, dass ich so einen Schein bekomme, dass ich den jetzt nochmal einschicke. Ja, und jetzt geht das quasi wieder los. Aber dafür bekomme ich jetzt die Woche, nächste Woche Hunde. Und das werdet ihr dann im nächsten Vlog sehen. Denn die Mila kommt zu Besuch für ein paar Tage. Und danach habe ich nochmal Tessa zu Besuch. Und ja, jetzt versuche ich eben wieder noch ein paar Tage ohne Laptop auszukommen und hoffe, dass sie herausfinden, wo das Problem liegt. Und ich hoffe natürlich, meinen Laptop wiederzubekommen, um nicht alles neu installieren zu müssen und dann Riesenaufwand zu haben, sondern dass sie das Problem beheben können. Das ist auf jeden Fall auch der Grund, warum es in letzter Zeit einfach gar keine Videos geben konnte. Zum einen, weil ich keinen Laptop habe und zum anderen, weil ich einfach aus Trauergründen nicht in der Lage war, ein Video zu drehen. Und ja, wenn ich dann meinen Laptop irgendwann wieder habe, ich weiß leider überhaupt nicht, wie lange das jetzt noch dauert, kann ich auch wieder Videos schneiden und drehen. Ich werde dieses Video jetzt gleich fertig machen, noch hochladen.